Willkommen zu Teil 8 der Videoserie Stahlbemessung mit Revit und Sophistic. Mit der Ende Juli 2022 neu veröffentlichten Sophistic-Version 2023 gibt es Verbesserungen im Bereich der Lastkombination und der Stabilitätsnachweise. Die Lastkombination hatten wir uns im Video Teil 3 und die Stabilitätsnachweise im Video Teil 5 angesehen. Wir sind hier also nochmal in unserem Projekt und hier gab es den Task Lasten kombinieren. Ich öffne den mal und wir sind jetzt also in der aktuellen Version 2023. Ich lege mal daneben den Dialog, wie er in der bisherigen Sophistic-Version 22 ausgesehen hat. Dort tauchten die entsprechenden Lastfälle auf und man konnte die hier rüber schieben. Das war die händische Erstellung oder man konnte diesen Knopf Automatik nutzen. Wie sieht es jetzt neu aus? Der Eingabedialog ist überarbeitet wurden, einfach um den Workflow der automatischen Erstellung von Lastfallkombinationen zu vereinfachen und übersichtlicher zu gestalten. Der Eingabedialog ist zu Beginn komplett leer und wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, manuell Lastkombinationen anzulegen. Dafür wählen wir das Pluszeichen, bekommen eine Lastfallnummer vorgeschlagen, die wir editieren können, wenn wir möchten. Wir können hier den Typ der Lastkombination auswählen, was es denn werden soll. Zum Beispiel GZT-Grundkombinationen. Und dann über dieses Pluszeichen hier unten kann ich jetzt die Lastfälle mir hierher reinholen, die in der Sophistic-Datenbank dieses Projekts gespeichert sind. Also beispielsweise ständige Last. Und an dieser Stelle wähle ich nun den Faktor aus, also 1,35 beispielsweise. Dann als nächstes die Nutzlast mit einem Faktor 1,5. Als nächstes nehme ich beispielsweise hier die Windlast von vorne und ich möchte den Faktor 0,6 mal 1,5, also 0,9 haben und schließlich vielleicht in diesem Fall hier eine Imperfektion in Y-Richtung mit dem Faktor 1,0. Damit sehen wir die Bezeichnung, wie sie sich aufgebaut hat. Wir haben jetzt hier über dieses Häkchen die Möglichkeit, die Bezeichnung der Lastkombination zu editieren und das Ganze besser lesbar zu machen. Wenn wir möchten, können wir also hier entsprechend was hineinschreiben, das das Ganze verständlicher macht. Das ist also die Vorgehensweise der händischen Lastkombinationserzeugung. Ich lösche die mal wieder hier oben raus und dann haben wir auch hier wieder die zweite Möglichkeit der automatischen Erzeugung. Der Knopf befindet sich hier oben. Ich klicke darauf und wir sehen auch hier jetzt die Möglichkeit, die Kombinationsregel auszuwählen, beispielsweise wieder GZT-Grundkombination. Das hier ist im Prinzip gleich geblieben, wie es in der vorherigen Version der Fall war. An der Stelle tauchen jetzt neu die Bemessungselemente auf, die Sophistic ja inzwischen anbietet. Da gab es auch schon das ein oder andere Video von mir dazu, beispielsweise für den Sturz im Revit-Projekt oder auch in der Erdbebenbemessung für Kerne. Ich habe hier in dem Projekt keine Bemessungselemente, deswegen taucht nichts auf, habe aber Strukturlinien, könnte auch hier über diesen Knopf wieder grafisch auswählen. Hier unten tauchen Imperfektionslastfälle auf, wenn ich sie denn erzeugt habe. Habe hier wieder die Möglichkeit, eine erste Nummer für die Kombination einzugeben und hier unten gibt es auch jetzt die Möglichkeit, gewisse Lastfälle auszuschließen, die einen geringen Anteil haben.
Wenn ich auf OK klicke, habe ich sofort das Ergebnis. In dem Fall wurden 13 Kombinationen gebildet. Das ist ganz ähnlich, wie das früher der Fall war. Der Hintergrund ist ein wenig anders, das zeige ich Ihnen gleich noch. Aber auch hier kann ich jetzt wieder eingreifen. Wir sehen das ja im vorherigen Video Teil 3, hatte ich das Ganze entsprechend bearbeitet, reduziert. Auch das kann ich also hier tun, einfach über diesen Knopf, dass ich gewisse Kombinationen ausschließe, die ich nicht haben möchte. Zum Beispiel so, und dann komme ich wieder ganz nah an das Ergebnis, wie ich es vorher hatte. Habe natürlich auch hier die Möglichkeit, nachträglich die Bezeichnung, also die Nummern zu ändern. Die Bezeichnung könnte ich an der Stelle wieder ändern. Kann auch hier wieder einzelne Lastfälle rausnehmen aus der Kombination. Wenn ich das mal vergleiche mit dem, was ich hier damals gebildet habe, würde ich also hier zum Beispiel die Z-Imperfektion rausnehmen. Das hing ja zusammen damit, dass ich Wind, Richtung und Imperfektion in eine gleiche Richtung bringen wollte. Ja, also hier haben wir jetzt 1007, damals hieß sie so, nee, 1001 hieß sie. Jetzt habe ich sie 7001 genannt, ist aber egal, kann ich natürlich auch so nennen, 1001, und habe jetzt genau das gleiche Ergebnis mir erzeugt. Also das ist die neue Vorgehensweise bei der Lastkombinatorik. Was genau dahinter steckt, kann ich Ihnen auch zeigen, entweder hier natürlich über den Hilfeknopf oder aber, wenn ich das mal wegschiebe, grundsätzlich haben Sie immer die Möglichkeit, hier im SSD über Hilfe zu gehen, dort die Online-Hilfe aufzurufen, in dem Fall das FEA Manual. Dann kann man hier runter scrollen und wir interessieren uns in dem Fall für SSD Read More und dort die Liste der verfügbaren SSD-Tasks. Ja, und wenn ich dann hier nochmal weiter runter scrolle, taucht dann dort die Beschreibung zu der Lastkombinatorik auf. Es ist also nochmal beschrieben, was wir gerade gemacht haben, und der theoretische Hintergrund ist auch nochmal sehr ausführlich dargelegt. Hier über diesen Link, wenn Sie da also genau wissen wollen, was da passiert, das ist sehr schön und ausführlich dargestellt. Gut, das ist also der erste Teil des Updates. Das war die Lastkombinatorik. Kommen wir zum zweiten Teil des Updates. Das betrifft das Video 5 Stabilitätsnachweise. Hier gibt es auch eine sehr interessante Neuerung. Nicht direkt, was die Stabilitätsnachweise angeht, aber was die Ermittlung der Federkonstante bei Halterungen angeht. Also, es handelt sich um diesen Task hier, Stabilitätsnachweise. Ich öffne den mal. Das sieht noch alles genauso aus wie in der vorherigen Version. Auch die Lastfälle zur Auswahl sind, ist das gleiche geblieben. Aber hier jetzt das Fenster Auswahl. Das ist ja, ja ganz maßgebend dafür, wie die horizontalen Halterungen zum Beispiel ja, berechnet werden. Ich nehme hier nochmal alle raus und gehe über die grafische Auswahl, und wir nehmen nochmal diesen Riegel hier. Es geht ja darum, wenn wir den auf Biegedrücken untersuchen wollen, wie ist dieser gelagert einerseits und wie sind die in dem Fall horizontalen Halterungen zu interpretieren. Im bisherigen Zustand war es so, das hatten wir uns angeschaut, dass wir hier am Anfang und Ende eine Gabellagerung angeordnet haben und gesagt haben, an diesen Stellen, wo die Querträger angreifen, dort haben wir eine
ja, starre Halterung, und zwar was die Verdrehung um die X-Achse angeht und was die Verschiebung in die Y-Achse angeht. Das war ein Ansatz, weil uns auch nichts anderes zur Verfügung stand. Das ist jetzt aber deutlich verbessert. Wir sagen hier Selektion beenden. Das Häkchen sehen wir bei der 1007, so heißt also dieser Riegel. Hier sehen wir schon, steht jetzt viel auf Automatik. Die Lagerung kann ich also weiterhin hier händisch vorgeben. Gabel, Gabel heißt Anfang und Ende Gabellagerung. Das war ja diese Geschichte hier, hatten wir so eingestellt. Und das Neue ist jetzt hier bei CVM, das ist ja die horizontale Halterung. Das sieht jetzt so aus. Ich nehme mal den Dialog von der bisherigen Version dazu. Das sah so aus, also ganz ähnlich. Und wir hatten, wie gesagt, CY und DX auf fest umgestellt. Ich will es mal genauso machen, wie es da oben war. Also hier diese alle wieder auf frei umstellen. Und hier taucht jetzt, wie man sieht, eben automatisch auf. Bisher stand hier nur die Auswahl frei, fest und fehl und wir hatten uns für fest entschieden, sieht man da oben. Lassen wir das jetzt auf automatisch stehen, dann wird er diese Fehlerkonstanten eben ermitteln und damit kommen wir zu einem ja wesentlich realistischeren Ergebnis, als dass wir sagen, es ist eine echte Festhaltung. Also, das schiebe ich mal wieder weg, sage hier okay. Und ja, rechne mal diesen einen Riegel, was den Stabilitätsnachweis angeht, und hole mir das Ergebnis. Und hier sehen wir auch schon wieder das zugehörige Bild. Ich nehme auch da nochmal das Bild aus dem bisherigen Ergebnisprotokoll. Da sehen wir also hier an diesen Zwischenhalterungen hatten wir dieses Unendlichzeichen, also starre Lagerung angesetzt. Jetzt hingegen hat er diese Feder hier ausgerechnet, automatisch ausgerechnet, was natürlich realistischer ist als das bisherige. Und wenn wir jetzt auf das Ergebnis schauen, ergibt sich da natürlich auch ein etwas anderer Wert. Hier nochmal blende ich ein die bisherige Berechnung und wir sehen, ja, wir haben jetzt einen etwas ungünstigeren Wert, 0,546 zu bisher 0,449, aber es ist, wie gesagt, auch realistischer, weil der Anschluss ja nicht wirklich starr gehalten ist. Also, das ist eine zweite sehr schöne Verbesserung, die Ihnen ab der Sophistic-Version 2023 im Tarspeed-Rollknicken zur Verfügung steht. Das war's mit diesen Updates. Danke für die Aufmerksamkeit.